Herzlich willkommen bei Mr. 1996 Steffen. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie man eine Fritzbox mit integriertem DSL-Modem an ein externes Modem, zum Beispiel Kabelmodem, anschließen kann. Hier am Beispiel mit der Fritzbox von WLAN 7170. Im Jahre 2006 des dritten Monats war dieser Router in der Chip-Bestliste auf Platz 1. Heutzutage ist dieser Router hier natürlich komplett überholt, aber auch ein Produkt desselben Herstellers führt heutzutage die besten Listen an, nämlich die 7490. Alles, was ihr benötigt, um den Router in dem sogenannten WLAN-Modus betreiben zu können, ist natürlich einmal das Stromkabel, außerdem eine Steckdose, wo Saft drauf ist, und zwei LAN-Kabel. Das eine wird an das Kabelmodem angeschlossen. In diesem Fall ist es die Fritzbox 6360 Cable. Und ihr benötigt ein zweites LAN-Kabel, um einen Computer, in meinem Fall ist es mein Laptop, mit einem freien Netzwerkport mit dem Router verbinden zu können. Zuallererst schließt ihr die Fritzbox noch nicht an euer Modem an, also das Kabel erstmal wegpacken. Aber ihr benötigt gleich trotzdem eine Internetverbindung. Dazu schließt ihr euren Laptop direkt an das Modem an, um die aktuelle Firmware für euren WLAN-Router herunterzuladen. Und das zeige ich euch jetzt. Auf dem Computer, den ihr gerade an euer Modem angeschlossen habt mit bestehender Internetverbindung, öffnet ihr nun euren Webbrowser. In meinem Fall ist das der Mozilla Firefox. Und dieser baut jetzt natürlich auch eine Internetverbindung auf. Und jetzt gebt ihr in die Adresszeile die Seite router-faq.de ein. Diese Webseite listet die Übersichten sehr vieler WLAN-Router auf. Dazu klickt ihr auf den Reiter Router-Übersichten. Und in meinem Fall brauche ich die Fritzbox-Übersicht. Jetzt werden euch sämtliche Router von AVM aufgelistet, von ganz alt bis brandneu. Und in dieser Liste müsst ihr nun euer Modell auswählen. In meinem Fall ist es die 7170 ohne V2 oder SL. Nun könnt ihr auch sehen, ob ihr den WLAN-Router auch mit einem externen Modem betreiben könnt. In diesem Fall ist das die WLAN-Funktion und hier steht ja über LAN 1. Und bei links seht ihr auch die Firmware-Download-Seite. Wenn ihr hier raufklickt, dann werdet ihr direkt auf die AVM-Webseite weitergeleitet, wo ihr dann die Datei mit .image herunterladen könnt. In meinem Fall habe ich das schon gemacht. In der info.txt könnt ihr noch Details der Firmware anschauen. Und nun wechselt ihr wieder zum WLAN-Router. Nachdem ihr die aktuellste Firmware des Routers heruntergeladen habt, das ist besonders wichtig bei älteren Modellen, da es in der Firmware auch gravierende Sicherheitslücken geben kann. Jetzt bereitet ihr den WLAN-Router vor, und zwar verbindet ihr einmal das Netzteil mit einer stromführenden Steckdose. Und wenn es eine Steckdosenleiste ist mit Schalter, müsst ihr diese noch eben einschalten. Nun schließt ihr das andere Ende des Stromkabels an euren WLAN-Router an. Man sieht schon, in meinem Fall blinkt die Power-LED. Naja, in diesem Fall heißt das schon mal etwas Gutes, denn der Router ist jedenfalls nicht defekt. Der reagiert jedenfalls noch. Und nun nehmt ihr euch ein Netzwerkkabel mit RJ45-Steckern. Und schließt das eine Ende an den ersten LAN-Anschluss, in diesem Fall ist es der linke des Routers, an. Und das andere Ende schließt ihr an euren Computer an, wo ihr gerade mit das Firmware-Update heruntergeladen habt. Zurück auf dem Computer, den ihr gerade per Netzwerkkabel mit dem WLAN-fähigen Router verbunden habt, müsst ihr nun die Konfigurationsseite
dieses Routers öffnen. Wenn ihr die Adresse für die Konfigurationsseite nicht wisst, könnt ihr unten links auf Start klicken und ins Suchfenster CMD eingeben, mit Enter bestätigen. Dann öffnet sich das DOS-Fenster und in diesem gebt ihr IP-Config ein und mit Enter bestätigen. Und nun seht ihr unter Ethernet Adapter LAN-Verbindung bei Standard Gateway die IP-Adresse des angeschlossenen Routers. Das ist die 192.168.178.1. Und diese Adresse gebt ihr dann gleich in die Browser-Adresszeile ein. Dazu öffnet ihr euren Internetbrowser. Dieser versucht jetzt gleich eine Webseite zu öffnen. Das könnt ihr mit Escape einmal abbrechen. Und in die Adresszeile gebt ihr jetzt die gerade ermittelte IP-Adresse ein. Nach einer Bestätigung auf Enter öffnet sich jetzt die Routerseite. Ein automatischer Assistent versucht, den Router einzurichten. Das könnt ihr mit Abbrechen stoppen, da es jetzt sowieso nicht funktionieren wird. Wenn ihr ein Kabelmodem von AVM habt, in unserem Fall ist es die 6360 Cable oder ein DSL-Modem, achtet darauf, dass ihr die richtige Konfigurationsseite geöffnet habt. In diesem Fall steht hier oben groß 7170. Das ist also die richtige Konfigurationsseite. Zuallererst empfehle ich euch, ein Kennwort für den Zugang dieser Anmeldeseite zu setzen. Dazu klickt ihr hier auf Kennwort setzen und tippt ein sicheres Kennwort hier unten ein. Und mit Übernehmen wird das Ganze bestätigt. Jetzt gibt es noch eine Erfolgsmeldung. Und im zweiten Schritt empfehle ich euch, die erweiterte Ansicht zu aktivieren. Dazu klickt ihr unter System auf Ansicht und klickt in das Kästchen, um die Expertenansicht zu aktivieren und natürlich mit Übernehmen bestätigen. Nun könnt ihr die Firmware aktualisieren. Dazu klickt ihr auch wieder unter System auf Firmware Update. Unter dem Reiter Firmware Datei könnt ihr dann, nachdem ihr die Einstellung des Routers auf der Festplatte gesichert habt, die Datei mit Durchsuchen von der Festplatte auswählen und mit Update starten, dann das Firmware-Update beginnen. Normalerweise gibt es auch einen Online-Update-Modus, der aber in diesem Fall natürlich noch nicht funktionieren wird, da der Router ja noch gar nicht mit dem Modem verbunden ist. Im nächsten Schritt könnt ihr nun das WLAN einrichten. Unter WLAN könnt ihr erstmal bei Funknetz den Namen eures WLAN-Netzes ändern. Ich empfehle euch, den Namen eures WLAN-Netzes zu ändern, um den Zugriff auf euer WLAN-Netz noch etwas besser abzusichern. Hier unten würden dann die bekannten WLAN-Geräte angezeigt werden. Da hier noch gar keine WLAN-Geräte mit verbunden waren, ist die Liste natürlich leer. Außerdem kann man den WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken lassen. Unter Funkkanal könnt ihr einen geeigneten Kanal auswählen. Voreingestellt ist die Auswahl Funkkanaleinstellung automatisch setzen. Hier unten gibt es dann noch eine Übersicht, wo die ganzen WLAN-Router angezeigt werden in eurer Umgebung. Auf Kanal 1 sind zum Beispiel 3 WLAN-Geräte, auf Kanal 2 ist einer, auf Kanal 6 und mein WLAN-Router ist auf Kanal 11. Das erkennt man daran, weil der Balken in der blauen Farbe eingefärbt ist.
Unter diesem Balkendiagramm würden nun alle WLAN-Netze noch aufgelistet werden, die ich euch aber jetzt nicht zeige. Sollte der WLAN-Router in einem Kanal hängen bleiben, wo sich auch andere WLAN-Geräte tummeln, dann könnt ihr die Funkkanaleinstellung auch manuell anpassen. Bei WLAN-Standard könnt ihr die Auswahl belassen und bei Funkkanal könnt ihr dann den manuellen Kanal auswählen. Was ich euch empfehle, ist, die Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern. So könnt ihr noch etwas Strom sparen und den WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12 und 13 aktiviere ich auch noch. Jetzt müsstet ihr unten noch auf Übernehmen klicken. Das mache ich jetzt auch mal. Die Funkkanaleinstellungen sind jetzt soweit abgeschlossen, sodass ihr mit den Sicherheitseinstellungen fortfahren könnt. Hier oben könnt ihr den Verschlüsselungstyp festlegen. Es gibt einmal die WPA-Verschlüsselung, die vornherein ausgewählt ist. Dann gibt es noch die WEP-Verschlüsselung, die etwas unsicher ist, und die unverschlüsselte. Und dann gibt es natürlich auch noch die unverschlüsselte Verbindung. Die ist natürlich am sichersten. Nein, im Ernst, ihr solltet auf jeden Fall die WPA-Verschlüsselung auswählen. Dann könnt ihr die Verschlüsselung noch näher definieren. Bei WPA-Modus wähle ich WPA 2 aus. Und bei WLAN-Netzwerkschlüssel würde normalerweise die Zahlenkombination bereits eingetragen sein, die auch unten auf dem WLAN-Router draufsteht. Ich habe jetzt hier etwas anderes eingetragen. Ich empfehle euch, eine sichere Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen als WLAN-Passwort. Nachdem ihr auf Übernehmen geklickt habt, öffnet sich eine weitere Seite, wo ihr aufgefordert werdet, die WLAN-Einstellungen auszudrucken. Und im nächsten Schritt könnt ihr jetzt den Router auf die WAN-Funktion einstellen. Dazu klickt ihr einmal auf Internet und auf den Unterpunkt Zugangsdaten. Nun seht ihr hier die verschiedenen Einstellungen und unter Anschluss aktiviert ihr die Einstellung Internetzugang über LAN 1. Diese Funktion wird benötigt, wenn ihr den Router an ein externes Modem anschließen möchtet. Die Betriebsart vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen solltet ihr so lassen. Und bei den Verbindungseinstellungen empfehle ich das erste, die IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen. Die IP-Adresse manuell festlegen würde ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr hier nämlich falsche IP-Adressen eingebt, könnt ihr im schlimmsten Fall die Konfigurationsseite eures WLAN-Routers nie wieder öffnen und könnt den Router dann, ja, leider nicht mehr nutzen. Beziehungsweise nachträglich konfigurieren. Unten bei Downstream und Upstream könnt ihr die gebuchte Internetgeschwindigkeit, die euer Internetprovider bereitstellt, eingeben. In unserem Fall sind es 32 Megabit im Download und 2 Megabit im Upload. Bevor ich auf Übernehmen klicke, ist es nun an der Zeit zu sagen, dass ihr die Konfigurationsseite des Routers nicht mehr über fritz.box oder die oben angezeigte IP-Adresse aufrufen könnt, denn der Router bezieht sich eine eigene IP-Adresse vom KM-Modem, in unserem Fall die 6360 Cable. Und wie ihr die IP-Adresse herausfinden könnt, um das Konfigurationsmenü für nachträgliche Einstellungen zu öffnen, um die NRS-Funktion zum Beispiel zu aktivieren, das zeige ich euch gleich. So, dann klicke ich jetzt auf Übernehmen. Und jetzt wird euch noch ein Hinweis angezeigt. Nun ist der Router so weit eingerichtet, dass er an ein externes Modem angeschlossen werden kann.
Dazu zieht ihr einmal das Stromkabel ab und das LAN-Kabel, welches ihr an den Computer zur Konfiguration angeschlossen hattet. Jetzt wartet ihr einen Augenblick und nehmt dann das LAN-Kabel, welches vom Modem kommt, und schließt es an die erste LAN-Buchse an. Wichtig, es muss die erste sein, die zweite, die dritte oder die vierte gehen nicht. Nachdem ihr etwas gewartet habt, könnt ihr den Router jetzt wieder mit dem Stromkabel verbinden. Und jetzt sollte sich der Router vom Modem eine eigene IP-Adresse ziehen. Und wie er diese IP-Adresse herausfindet, das zeige ich euch jetzt gleich. Am besten, ihr schließt den Computer, den ihr gerade zur Konfiguration verwendet habt, nochmal an. Die anderen drei LAN-Buchsen lassen sich jetzt als Netzwerkswitch weiter nutzen. Nachdem die Power-LED und die WLAN-LED dauerhaft leuchten, könnt ihr dann die Konfigurationsseite des Routers nochmal aufrufen. Wenn ihr alles richtig eingestellt habt, solltet ihr jetzt über den WLAN-Router eine Internetverbindung herstellen können. In diesem Fall über Kabel. Und zwar öffnet ihr dazu wieder euren Webbrowser und öffnet eine Webseite eurer Wahl, um die Internetverbindung zu prüfen. In diesem Fall öffnet er auch schon Google. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel... ich denke, das reicht schon aus. Wie man sieht, er kann eine Internetverbindung herstellen. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Konfigurationsseite des Routers für weitere Einstellungen nachträglich öffnen könnt. Dazu klickt ihr wieder auf Start, gebt in Suchfenster wieder CMD ein, mit Enter bestätigen und wieder IP-Config eingeben, mit Enter bestätigen. Jetzt seht ihr unter Standard Gateway die IP-Adresse 192.168.178.1. So, ich gebe diese IP-Adresse jetzt einfach mal in meinen Browser ein. Dazu öffne ich einen neuen Tab und gebe genau diese IP-Adresse mal ein und ihr guckt, was passiert. Es wird auch wieder eine Konfigurationsseite einer Fritzbox geladen, aber in diesem Fall ist es die der Fritzbox 6360 Cable. Aber diese Information, die 192.168.178, die benötigt ihr. Und zwar gibt es ein nettes Programm. Das nennt sich NetScan. Das könnt ihr kostenlos aus dem Netz laden. Und nachdem ihr es gestartet habt, gebt ihr unter IPv4 Form 192.168.178.0 an. Das sind also die ersten drei Dreierpakete, sag ich mal, der IP-Adresse eures Routers. Der vergibt immer IP-Adressen nach dem Schema, was ihr hier seht. Und sagt to 192.168.178.255. Und nun klickt ihr einmal auf Start Scanning. Ich habe euch jetzt mal die Netzwerkgeräte ausgeblendet, die ihr nicht sehen sollt. Es sind hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geräte angezeigt, minus einer, weil die erste Adresse, die 192.168.178.1, das ist die Fritzbox selber. Und hier unten, dort findet ihr die 192.168.178.57 mit dem Hostnamen fritz.phonwlan.box. Außerdem steht hier auch mein Laptop mit der IP-Adresse .24.
Und zwar braucht ihr diese, genau diese IP-Adresse, um die Übersichtsseite des WLAN-Routers öffnen zu können. Und die gebe ich jetzt auch in die Adresszeile ein. Mit 57 am Ende. Es dauert ein bisschen und siehe da, ihr habt wieder die Konfigurationsseite eures WLAN-Routers. Jetzt gebt ihr das vorhin vergebene Anmeldekennwort ein und es dürfte sich jetzt die Übersichtsseite der Fritzbox öffnen. Unter Verbindungen bei Internet seht ihr auch, dass WAN verbunden ist. Und bei LAN seht ihr, dass LAN 1 und LAN 2 verbunden sind. Nun könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen, um zum Beispiel die NAS-Funktion einzustellen, um zum Beispiel USB-Speichermedien im Netzwerk freizugeben. Wie das funktioniert, das zeige ich euch an einer modernen Fritzbox. Jetzt solltet ihr auf die Fritzbox zugreifen können und ihn als normalen WLAN-Router hinter einem, in unserem Fall Kabelmodem, verwenden können. Wenn ihr euch abmelden möchtet, dann klickt ihr auf dieses Symbol. Und wenn ihr mal das Kennwort vergessen haben solltet, dann könnt ihr den Router auch zurücksetzen. Und zwar geht es so, was man kaum erkennen kann, ist, dass Zurücksetzen blau unterlegt ist. Und wenn ihr darüber geht, dann seht ihr auch eine Hand. Da könnt ihr dann mit der linken Maustaste draufklicken. Und jetzt könnt ihr sagen, die Werkseinstellung wiederherstellen. Ich bedanke mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn es trotzdem noch Fragen gibt, dann gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.